Brisanz in Westfalen. Münster und Bielefeld liegen punktgleich an der Spitze vor Schöppingen und Gütersloh. Heute nun der Spitzenspieltag, Zweiter gegen Vierten und Erster gegen Dritten. Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga und dem gerade noch abgewendeten Konkurs führte Arminia Bielefeld 22 Spieltage lang die Amateur-Oberliga an. Nun wird wieder vom Profifußball-Make in Ostwestfalen geträumt. Erinnerungen an alte Bundesliga-Tage werden wach. Folge: die Fans strömen wieder in Scharen zu allem. Heute waren es rund 8000. Schafft Arminia den Sprung in die zweite Liga? Das könnte schon sein, ne? Natürlich. Natürlich. Ja, klar. Wieso? Dann stehen wir nicht hier. Würde ich gerade sagen, wir gehen ja nicht aus Juxnullerei hier hin. Okay. Wir wollen ja einen neuen Aufsteiger sehen. Was glauben Sie, wer schafft es, Bielefeld oder Münster? Boah, ist Bielefeld, ganz klar Bielefeld, ne? Was mit Münster? Boah, zweiten Platz werden sie wohl schaffen, ne? Münster, wissen Sie, nix. Ich schaffe nicht. Hab ja keine guten Spieler, nix. Warum wir hier schon, wir waren hier? Hier war eine Katastrophe ein bisschen, wissen Sie. Sind noch nichts zu machen. Okay. Auch in Münster lockte das Spitzenspiel des Tabellenführers gegen Schöppingen die Fans zahlreich an. 7000 verkaufte Tickets sorgten für eine volle Kasse und ein volles Preußenstadion. Für die Münsteraner Fans ist auf jeden Fall sonnenklar, wie die Mannschaft die Saison beenden wird. Ich schätze auf den Ersten. Ich würde sagen, als Münsteraner auf Platz 1 und von der Polizei her lieber auf Platz 2. Oh, nimm mal auf den Ersten. Als Erster, Sieger, ganz klar. Oder was meinen Sie? Das wird hier natürlich nicht verraten. Die Preußen dagegen glauben bereits an die zweite Liga. Der Standard des Clubjournals ist schon professionell. Auch die Sponsoren, sie stehen schon mit geöffnetem Geldbeutel erwartungsvoll parat. Aber da sind ja noch die Bielefelder im Weg, wie auch Preußen-Trainer Horst. Mal ganz kurz die Stärken und Schwächen der Arminia charakterisieren. Ja, die Arminen haben eigentlich eine Mannschaft, die mit jungen Spielern und mit älteren, erfahrenen Spielern besetzt ist. Ist eine Mannschaft, die, wie eben schon gesagt, mit der Euphorie halt eben vielleicht im Spätherbst oder im Frühherbst ein bisschen zu viel getan hat. Aber die auch schon bei uns einfach als Konkurrenz gelten. Und wie denkt Bielefelds Trainer? Was sind die Stärken und Schwächen dieser Mannschaft von Münster? Ja, diese Mannschaft ist sicherlich dann von der Reife her uns auf allen Positionen, bis auf Torwart vielleicht, uns 3 Jahre voraus. Das muss man einfach sehen. Wir haben andere Qualitäten. Ein Tipp für das Spiel Münster-Schöppingen? Da werden Sie von mir nicht erfahren. Gegen den Ortsnachbarn Gütersloh begann Bielefeld stark, ließ aber auch nach 10 Minuten wiederum stark nach. Zum Ende der ersten Halbzeit machte Arminia im blauen Dress aber nochmal richtig Dampf. Wir befinden uns hier bereits in der 46. Minute. Libero Andreas Ridder passt zu Frank Geidek, der nimmt den Ball Volley 1-0 für Bielefeld in den letzten Sekunden der ersten Hälfte. Riesenjubel auf der einstmals so gefürchteten Alm. Doch was ist in der Zwischenzeit in Münster passiert? So gut wie gar nichts, deshalb gleich Szenen aus der zweiten Halbzeit. Schöppingen im Angriff. Michael Gerke mit einem tollen Schuss, die Latte rettet für Preußen-Torhüter Winter. Der noch Tabellenführer aus Münster enttäuschte doch sehr, der Gast aus Schöppingen hatte die besseren Chancen. Lasic mit dem Kopf, nur knapp vorbei, in Münster also weiter 0-0. Ja, und in Bielefeld stürmte nur noch eine Mannschaft, die Arminia. 73. Minute, ein traumhafter Doppelpass zwischen Dirk Konerding und Manfred Lonnemann. Und Dirk Konerding vollendet mit diesem wunderschönen Treffer zum 2-0 für Bielefeld. Und auf den Almtribünen wurde schon wieder gesungen, Bundesliga 2, wir sind dabei. 11 Minuten später. Damir Simak erhält den Ball. Der passt zu Thomas Ostermann in den freien Raum und der besorgt der Arminia das 3-0. Frank Geidek war noch mit der Spitze dran. Das war auch die Entscheidung in einem sehr guten Oberligaspiel. Schlägt Bielefeld Gütersloh 3-0. War das die erneute Tabellenführung für Bielefeld? Bisher schon, denn noch immer gab es keine Tore im Preußenstadion zu bejubeln. Auch bei dieser Ecke das typische Bild. Alles verpasst, Münster läuft langsam aber sicher die Zeit davon. Nochmal die Gelegenheit für Preußen, vielleicht doch noch das entscheidende Tor zu erzielen. Jörg Silberbach mit der Nummer 4. Noch einmal Gorka mit dem Kopf, aber es blieb beim 0-0, der verlorenen Tabellenführung und einem enttäuschten Trainer. Wir haben noch 5 Spiele. Es werden noch wahrscheinlich Punkte abgegeben, mit denen man gar nicht rechnet. Und ich sehe das nicht so kompliziert. Enttäuschung in Münster und sehen Sie, wie dieses Ergebnis in Bielefeld aufgefasst wurde. Dennoch bleibt Bielefelds Trainer Ernst Mittendorp Realist. Also ich sage mal, die Entscheidung wird nicht heute fallen, wird nicht in der nächsten Woche fallen, sondern ich gehe mal davon aus, bei der Konstellation insgesamt, dass wir die am 13. Mai zum letzten Spieltag kriegen. So, da bleibt es also spannend in Bielefeld und in Münster. Wir könnten jetzt auch lange über Bielefeld sprechen, denn dort haben wir uns mal kennengelernt vor vielen Jahren. Da haben Sie, glaube ich, das erste Spiel für die Arminia gecoacht und auch gewonnen, 1-0 oder 3-0, glaube ich. Ich habe es schwach in Erinnerung. Aber ich wollte gegen Leverkusen. Ja, genau, 3-0 gegen Leverkusen. Und dann wurde ich auf der Tribüne eingeschlossen. Also wieder